Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi und heute mit dem Satz von Michel und Nerode. Einfach mal deutsch ausgesprochen, weil ich kann kein Englisch. Nein, Spaß. Los geht's auf jeden Fall. Wozu braucht man denn diesen bekannten Satz? Das ist ein hinreichendes Kriterium, um nachzuweisen, dass eine Sprache regulär ist. Wenn du das Video schaust, wirst du sicherlich das Pumping-Lemma kennen, welches ja dazu dient, nachzuweisen, dass eine Sprache nicht regulär ist, allerdings nicht nachweisen kann, dass eine Sprache regulär ist. Und mit dem Satz von Michel und Nerode kannst du nachweisen, dass sowohl eine Sprache nicht regulär ist, als auch, dass eine Sprache regulär ist. Und reguläre Sprachen werden ja von einem endlichen Automaten akzeptiert. Eng damit verknüpft sagt der Satz von Michel und Nerode aus, dass wenn die Anzahl der Äquivalenzklassen eines Automaten oder einer regulären Sprache, wenn die endlich ist, dann ist der Automat ein DFA, der eine reguläre Sprache akzeptiert. Also dann ist die Sprache regulär. Und Automaten, die reguläre Sprachen akzeptieren, sind ja deterministische endliche Automaten und die kann man sich ja, sie sind ja ein mathematisches Modell für die Funktionsweise eines Computers und in diesem Fall einem Computer, der eine konstante Speichergröße hat. Und diese konstante Speichergröße ist die Anzahl der Zustände. Das heißt, ein endlicher Automat kann nur über die Anzahl seiner Zustände zählen und genau hier setzt sozusagen der Beweis vom Satz von Michel und Nerode an, indem geschaut wird, wie verhalten sich Wörter hinsichtlich ihrer Äquivalenz. Also gibt es einheitliche Klassen, Äquivalenzklassen, wenn man jetzt ein Wort in den Automaten eingibt, in welchen Zustand oder Endzustand wird dann der Zustand durch eine Übergangsfunktion oder eine erweiterte Übergangsfunktion überführt. Und für alle Wörter, für die dieser Zustandswechsel gleich ist, die packt man in eine Äquivalenzklasse. Und diese Anzahl der Äquivalenzklassen nennt man auch Index. Und somit kann man den Satz kurz zusammenfassen zu, wenn der Index einer Sprache endlich ist, dann ist auch die Sprache regulär. Ja, um dieses Verständnis für die Äquivalenzklasse nochmal neu zu entwickeln, möchte ich hier nochmal auf die Analogie verweisen, die auch mit dem Satz selbst wieder zu tun hat, nämlich die Anzahl der Zustände. Wenn man nämlich einen Minimalautomaten konstruieren möchte, dann schaut man ja, gibt es Zustände, die äquivalent sind. Und wann ist ein Zustand äquivalent und liegt somit in einer Äquivalenzklasse? Das ist genau dann der Fall, wenn wir den Zustand nehmen und so tun, als ob der Zustand der Startzustand des Automaten wäre. Und dann geben wir ein Wort ein, in diesem Fall zum Beispiel beim Automaten LM das Wort 1 und schauen, ja, in welchen anderen Zustand wird der überführt. Und wenn das gleich ist für alle möglichen Eingaben aus dem Alphabet, in diesem Fall ist da nur eine Übergangsfunktion mit 1 definiert. Wenn man 0 eingeben würde, dann würde man sozusagen in einen Fehlerzustand gekommen. Wird in den Endzustand Z3 überführt. Ja, also man schreibt dann LMZ1, damit will man ausdrücken, dass Z1 jetzt der Anfangszustand ist, wird überführt in Z3, ist ein Endzustand. Und das machen wir auch mit Z2, weil wir wollen ja nachweisen, dass Z1 und Z2 äquivalent sind, in einer Äquivalenzklasse liegen. Und wir sehen, dass dort das gleiche Ergebnis, also wieder der Endzustand Z3 herauskommt. Somit sind die beiden in einer Äquivalenzklasse, können dann zusammengefasst werden und man hätte dann in diesem Fall den Minimalautomaten. Und genau dieses Prinzip, wie am Anfang schon erwähnt, lässt sich nun auch auf Wörter anwenden, indem man halt einfach schaut, man gibt ein Wort ein oder einen Buchstaben aus dem Alphabet und schaut dann, zu welchem Ergebnis das führt. Was ist mit Ergebnis gemeint? Mit Ergebnis ist Zustand gemeint. Denn wenn wir uns die Definition eines endlichen Automaten anschauen, vor allen Dingen eines deterministischen endlichen Automatens, dann ist die Übergangsfunktion Delta ja definiert als eine Abbildung, bei der man mit einem gegebenen
Zustand aus der Zustandsmenge an einem gegebenen Symbol aus der Zeichenmenge dann abbildet auf einen neuen Zustand. Und für alle Wörter, für die auf denselben Zustand abgebildet wird, für alle Zeichen aus dem Symbolalphabet, auf den gleichen Zustand abgebildet werden, ausgehend von einem gleichen Zustand oder aber auch von einem anderen Zustand, das werden wir nachher nochmal ein bisschen sehen, dann liegen die in einer Äquivalenzklasse. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an einem Beispiel an. Okay, also wir haben unsere Beispielsprache mit... Ja, WUBB bedeutet über dem Alphabet AB und alle Wörter, die auf zwei Bs am Ende enden, die werden akzeptiert von unserem DFA. Und wenn wir den mal zeichnen, dann sieht er wie folgt aus. Er hat insgesamt drei Zustände und er ist minimal. Was heißt minimal? Er hat keine äquivalenten Zustände. Und da kann man schon mal sagen, es wird letztendlich, wenn wir jetzt die Äquivalenzklassen bestimmen, drei Äquivalenzklassen geben, weil wir haben hier einen minimalen DFA mit drei Zuständen und ist schon ein Wortspiel mit der Äquivalenz, also die Anzahl der Zustände in einem minimalen DFA ist äquivalent zu der Anzahl der Äquivalenzklassen. Ja, soweit so gut. Endzustand habe ich natürlich doppelt eingezeichnet mit zwei Kreisen, ist hier Z2. Und jetzt fangen wir direkt mal an mit der ersten Äquivalenzklasse und dazu stellen wir uns vor, wir würden das leere Wort eingeben in den Startzustand Z0. Und wie bei jedem Zustand ist es natürlich so, wenn man das leere Wort eingibt, dann kommt dort wieder derselbe Zustand heraus, bei dem man sozusagen, was die Ausgangssituation war, der Ausgangszustand, wenn man die Übergangsfunktion Delta betrachtet. Also Z0 natürlich. Und jetzt stellen wir uns vor oder beziehungsweise betrachten einfach mal, was gibt es denn für Wörter, die dasselbe Ergebnis hervorrufen, wie wenn man in Z0 das leere Wort eingibt. Das ergibt ja Z0. Also welche Wörter in diesem Automaten führen noch dazu, dass man wieder in Z0 reinkommt? Man könnte auch formulieren, man nimmt sozusagen diesen Automaten und erklärt einen beliebigen anderen zum Startzustand, zum Beispiel Z1 oder Z2 und Z0 zum Endzustand. Und dann schaut man, welche Wörter oder welche Endungen vor allen Dingen, also welche Symbole überführen denn nach Z0. Also wenn wir mal anfangen, dann ist es so, dass wir von Z1 aus mit einem A sozusagen nach Z0 kommen, von Z2 mit einem A nach Z0 kommen und natürlich auch von Z0 selbst mit einem A nach Z0 kommen und davor hat man dann natürlich dementsprechend die verschiedenen Bs. Und das reicht uns jetzt schon aus, um die Äquivalenzklasse von dem leeren Wort zu bestimmen. Wir sagen jetzt einfach hier, oder du musst dir vorstellen in dem Fall, dass wir jetzt in dieser, um diese Äquivalenzklasse zu definieren, uns wirklich vorstellen, wir würden eine neue Sprache definieren, die alle Wörter beinhaltet, die bei diesem gegebenen Graphen in Z0 überführen und das sind, also diese Wörter bezeichnen wir wieder mit I, die liegen natürlich wieder im selben Alphabet und enden alle auf A und davor können letztendlich beliebig viele Bs erzeugt werden und auch As, deswegen schreiben wir I gleich UA, ja, also ein beliebiges Wort können wir nehmen. Solange wir ein A dranhängen, landen wir in Z0 und somit ist die Äquivalenzklasse des leeren Wortes, was in Z0 überführt und somit zum Z0 zum Ergebnis hat, alle Wörter, die auf A enden. Das wäre unsere erste Äquivalenzklasse. Dann machen wir direkt mal weiter mit unserer zweiten Äquivalenzklasse und zwar für das Symbol B oder auch den Zustand Z1. Denn wenn wir jetzt ausgehend von Z0B eingeben, landen wir in Z1 und das ist letztendlich äquivalent dazu, dass wir sagen würden, wir definieren jetzt eine neue Sprache, die alle Wörter enthält, die bei diesem gegebenen Automaten in Z1 überführen. Und das ist natürlich trivialerweise B selbst, also Z0B führt in Z1. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie man in Z1 hineinkommt. Nämlich, indem man vorher ja den Graphen oder den DFA hier einfach durchläuft. Ja, man kann ja zum Beispiel eingeben Z0A
Z0A. Ja, also hat man eine Schleife, beliebig oft A und dann ein B, ist man eine Z1. Man kann aber auch einmal komplett durchlaufen. Das heißt, man kommt sogar in den Endzustand Z2, dann wieder nach Z0. Wenn man dann ein B eingibt, dann nennt man wieder ein Z1. Das heißt, unsere Äquivalenzklasse von B ist in diesem Fall U und dann ganz wichtig, irgendwo mal ein A. Insofern, wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht einfach nur B haben und dann letztendlich am Ende einmal B, weil sonst kommen wir nicht nach Z1. Ja? Und am Ende schreiben wir noch die Vereinigungsmenge mit B selbst, in dem Fall, dass überhaupt kein A eingegeben wird, wir einfach nur die Übergangsfunktion, wie oben schon definiert, von Z0 mit Eingabe B nach Z1 haben. So, kommen wir jetzt zu der Bestimmung der dritten Äquivalenzklasse. Und zwar geben wir hier ausgehend vom Startzustand Z0 das Wort BB ein und gelangen in den Endzustand Z2. Als Ergebnis der Eingabe von BB haben wir also Z2 und wir müssen jetzt schauen, welche Wörter noch zu demselben Ergebnis kommen. Also wir definieren mit der sozusagen eine Teilsprache, in der wir, und hier ist es ja tatsächlich so, Z2 zum Endzustand erklären und schauen, welche Wörter alle in Z2 überführt werden. Und dementsprechend kannst du dir schon denken, dass es hier besonders trivial ist, eigentlich die Äquivalenzklasse zu bestimmen. Nämlich ist sie eigentlich identisch mit der ja eigentlichen Sprache, weil wir haben in dem Automaten ja nur einen Endzustand. Und deswegen für BB ist alles äquivalent, was mit BB ändert, also UBB. Genauso wie wir es ursprünglich in unserer Sprache definiert haben, ist hier die Äquivalenzklasse. Und das kann man ja auch nochmal belegen. Ja, man kann da mehrmals, wie man will, beliebig durch den Graphen von dem Automaten spazieren, beliebige Zeicheneingaben machen. Wenn man am Ende mit BB das Ganze abschließt, dann ist man in Z2 drin und die Eingabe wird akzeptiert vom Automaten und das jeweilige Wort liegt in der Sprache, das der Automat akzeptiert. Ja, und dadurch, dass wir jetzt insgesamt drei Äquivalenzklassen haben, können wir sagen, wir haben einen Index von 3 und 3 ist eine feste Zahl, ein festes Element in der Menge der natürlichen Zahlen, ist somit endlich und endlich bedeutet regulär. Und somit haben wir nachgewiesen, dass die Sprache regulär ist. Ja. Und wir haben es hier wirklich hinreichend belegt, nämlich während das Pumping Lemma, wie gesagt, nur dazu dient, zu identifizieren, ob eine Sprache nicht regulär ist. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Sprachen, die das Pumping Lemma nicht erfüllen, aber trotzdem regulär sind. Aber alle Sprachen, die von dem Pumping Lemma als nicht regulär sozusagen identifiziert werden, sind tatsächlich nicht regulär. Es ist ja hier so, dass alle Sprachen, die dann eine endliche Anzahl von Äquivalenzklassen haben, tatsächlich regulär sind. Und man muss am Ende mal noch ein bisschen kurz prüfen, ob denn alle Eingabesymbole irgendwo in einer Äquivalenzklasse drin liegen. Also das leere Wort, also wir haben ja die klinische Menge, das ist leere Wort mit drin und in dem Fall noch A und B und die sind ja jeweils in einer der Äquivalenzklassen enthalten und dementsprechend können wir sagen, haben wir alles richtig gemacht und die Sprache ist regulär und sofern ich Zeit habe noch vor der Klausur, dann werde ich auch noch ein Video machen, hochladen, wo ich versuche mit dem Satz von Michel und Herodes nachzuweisen, dass eine Sprache nicht regulär ist, weil da muss man natürlich dann irgendwie definieren, dass die Anzahl der Äquivalenzklassen unendlich ist, das ist nochmal eine andere Sache als zu beweisen, dass eine Sprache regulär ist mit diesem Satz. Aber in dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich massiv freuen über ein Abo, über ein Like, gerne auch über einen Kommentar und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.